Hallo und herzlich willkommen bei Intima, der Online-Praxis für Partnerinnen und Ex-Partnerinnen, schwul und bisexueller Männer. Ich bin Dagmar Carolina Raimund und du bist hier richtig, wenn du heute neugierig bist auf meinen Interviewgast. Ich freue mich total, weil heute habe ich die Inken bei mir. Und die Inken, die ist so ein wunderbares Beispiel dafür, dass auch wenn manches im Leben auseinanderbricht und nicht nur durcheinander gerät, sich wieder ganz neu fügen kann und wieder was echt Gutes draus werden kann. Und ich freue mich total, Inken, dass du uns heute ein bisschen der Geschichte erzählst und was mich und wahrscheinlich auch die Zuseher, und also Zuseherinnen und Zuseher, weil in der Reihenfolge sprechen wir sie an, gell? Ich glaube, dass auch das der Teil sein wird, der die auch sehr interessiert, weil, ja, was hast du, was hat dir geholfen, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Aber anfangen wollen wir damit, dass du dich einfach selber mal vorstellst. Schön, dass du da bist, Inken. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Inken, ich bin 38, wohne im wunderschönen Schleswig-Holstein, bin Mutter von 2 Kindern. Meine Tochter ist 7 und mein Sohn ist 10 Jahre alt. Ja, und ich bin Ex-Frau eines schwulen Mannes. Und so haben wir auch zueinander gefunden. So habt ihr zueinander gefunden? Naja, du und ich. Ach, wir beide? Ich habe gerade gedacht, die Story kenne ich jetzt so gar nicht. Nein. Nein, mein Ex-Mann und ich haben auch ganz anders zueinander gefunden. Ja, genau. Aber zu dir bin ich gekommen aufgrund eines, ja, meines schwulen, damals noch Mannes. Genau. Genau, ja. Die Inken, das kann ich euch sagen, die hatte ein echtes Tempo am Leib. Ein echtes Tempo. Magst du uns mal erzählen, wie so die Zaggi, Zaggi, Zaggi das bei dir so war? Ich habe das ja persönlich gar nicht so als großes Tempo wahrgenommen. Um mich herum haben das alle als sehr schnell wahrgenommen. Ich selber habe es als notwendige Schritte gesehen. Ich habe im April 19 herausgefunden, dass mein Ex-Mann mich mehrere Monate mit einem anderen Mann betrogen hat. Wir waren damals im Skiurlaub mit vielen Familien und ich habe nachts auf sein Handy geguckt, weil ich wissen wollte, wie spät es ist. Und es öffnete sich ein Chat und mir war sofort klar, was dahinter steckt. Und ich bin am nächsten Morgen zurück nach Deutschland gefahren und ja, dann waren eigentlich alles logische Schritte. Also es war klar, dass es kein Zurück in diese Beziehung geben würde. Es war klar, dass es aber nur Schritte nach vorne geben würde. Also mir war sofort klar, ich darf nicht verbittern, ich darf nicht frustrieren, ich muss weiterhin für meine Kinder da sein. Wir müssen die Elternebene von der Paarebene trennen. Also da waren bestimmte Punkte, die mir relativ schnell klar waren. Ob ich das umsetzen könnte, wusste ich damals natürlich noch nicht. Es hat dann so 3 Wochen gedauert und da war mir sicher, oder war ich mir sicher, dass ich aus dem Haus ausziehen wollen würde. Das war dann Ende April und im Mai ist das Haus dann auch schon an Makler gegangen und Ende April habe ich mein heutiges Haus besichtigt und eine Woche später den Mietvertrag unterschrieben. Mhm. Wir sind dann Ende August letzten Jahres bin ich mit den Kindern umgezogen, also August, September. Und ja, wir wurden dann auch relativ zeitnah nach Ablauf des Trennungsjahres geschieden. Und ja, also das war so das Tempo, ne? Dieses doch alles innerhalb eines Jahres durchgezogen zu haben. Wobei ich immer sagen muss, ich hätte es nicht geschafft, wenn da nicht viele Menschen um mich rum gewesen wären. Und das wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage gewesen, weil viele meiner Klientinnen sind sehr alleine, weil sie aus unterschiedlichsten Gründen mit niemandem drüber reden können, dürfen, wollen. Ja? Das ist eben unterschiedlich. Das war bei dir ja eigentlich anders. Das war komplett anders. Also in der Nacht, in der ich das rausgefunden habe, war ich auch noch, haben wir ja natürlich geredet und da habe ich immer noch gesagt, du entscheidest, wie der Weg ist und vielleicht musstest du nur eine Erfahrung mit einem Mann machen und wir haben eine Chance, aber du entscheidest, wo der Weg lang geht.
Aber am nächsten Morgen wusste ich schon, wo der Weg lang gehen würde. Also das war mir klar. Und er hat sich dann auch im Skiurlaub bereits einem guten Freund anvertraut. Und ich mich dann dessen Frau auch. Also ich konnte dann reden und ich habe auch in der Nacht noch meine Schwester angerufen. Und als wir zurückkamen, war ich relativ vorsichtig und wollte das nicht so forcieren. Auch wenn natürlich die ganze Skigruppe, mit der wir unterwegs waren, das waren wie gesagt 5 Familien, wir waren 20 Leute, die wussten alle Bescheid. Und wir wohnen in einer kleinen Stadt, das war also auch klar, die würden nicht stillhalten. Also irgendjemand würde reden, das war mir schon klar. Womit ich nicht gerechnet habe, dass er sich so schnell outen würde. Und er ist dann wie ein Befreiungsschlag im Prinzip, so habe ich das auch wahrgenommen, durch die Gegend gelaufen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich ihm damals vorgeworfen habe. Ich war noch in der Verarbeitung und er hat sich überall geoutet. Und natürlich auch richtig. Und warum soll man daraus auch ein Geheimnis machen, dass man homosexuell ist? Das ist ja nichts Schlimmes. Nur in dem Fall ist es natürlich eine Besonderheit, weil eine Familie kaputt geht. Und es ja auch irgendwie mich als Ehefrau gab, die ja auch noch am Verarbeiten dessen war, was da gerade mit ihrer Familie passiert. So, und war kein Geheimnis mehr. Nein, also ich würde sagen, nach 4 Wochen wusste die Stadt, in der ich wohne, komplett Bescheid. Ja. Und das ist der Teil, vor dem sich viele Frauen unglaublich fürchten, wenn sie Gesprächsstoff werden, gell? Oder die Vorstellung, Gesprächsstoff zu sein in der unmittelbaren Umgebung. Kann ich verstehen. Ich fand es schlimmer, als falsche Gerüchte rumging. Ja. Also zwischendurch hieß es, dass wir uns getrennt hätten, weil ich meinen Mann betrogen habe und meine Tochter von einem anderen Mann wäre. Das fand ich viel, viel schlimmer als die Wahrheit, dass er mich mit einem anderen Mann betrogen hat und wir uns trennen, weil er homosexuell ist. Ja. Das ist die Wahrheit und die dürfen alle Menschen wissen. Ich möchte nicht, dass falsch über mich geredet wird. Es darf über mich geredet werden, das geht auch aber vorbei. Und vor allen Dingen hat man es eh nicht unter Kontrolle, ne? Also Nein. Am besten, man lässt es los. Genau. Ja, wirklich. Wie gesagt, dann kann ich ja dazu beitragen, indem man die Wahrheit beisteuert, wird es ja auch langweilig. Also es passierte ja nichts. Es passierte kein großer Rosenkrieg, es passierte kein Zusammenbruch im Sinne von, er ist irgendwo anders hingegangen oder ich bin in die Psychiatrie gegangen. Der Eklat, den die Menschen vielleicht erhofft haben, der passieren würde, damit man reden kann, der ist nicht passiert. Und indem ihr offen wart, habt ihr da total das Pulver rausgenommen. Genau. Total. Genau. Ja. Du hast gerade von den Kindern gesprochen. Das wird, glaube ich, auch viele interessieren, weil das auch so eine Hürde ist. Wie alt hast du gesagt? 7 und? 10. 7 und 10. Also auch, ist doch auch eine Herausforderung, mit den Kindern zu reden. Wie habt ihr das gemanagt? Also erstmal haben wir den Kindern ja nur gesagt, dass wir uns trennen. Und was für die Kinder sehr, sehr überraschend kam. Weil wir einfach ein sehr inniges Paar waren, wir auch nicht gestritten haben. Also es gab für die Kinder keine Anhaltspunkte, dass Mama und Papa sich trennen würden. Er hat dann den Kindern in dem Gespräch schon gesagt, dass er sich trennt oder dass er auszieht, weil er mir sehr wehgetan hat. Was die Kinder natürlich auch gar nicht einordnen können. Ne? Also zwischen seelischer Verletzung und physischer Verletzung kann ein Kind ja nicht unterscheiden. Also wehtun, was ist Mama wehtun? Das haben wir dann aufgeklärt im Sinne von, Papa hat ja einen neuen Menschen. Wir haben immer von dem Menschen gesprochen oder ich habe von dem Menschen gesprochen. Er hat ihnen dann gesagt, dass es sich um einen Mann handelt im Herbst, also gut 6 Monate später, kurz bevor ich mit den Kindern zur Kur gefahren bin. Wobei die Kinder es da schon geahnt haben, dass es ein Mann ist. Also er hat im WhatsApp-Status oder er hat den Jungen mit, also seinen Partner mit einem Herz abgespeichert im Namen. Und die Kinder sind ja nicht doof. Also wenn ich das Handy habe, Mama, dann kommen da immer Nachrichten von jemandem, da ist ein Herz hinter. Naja, ich habe dann gefragt, wie derjenige heißt, dann haben sie mir den Namen genannt und dann habe ich gesagt, naja, dann solltet ihr mal mit Papa sprechen.
Und ich habe ihm dann aber eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, es wird Zeit, dass du mit den Kindern redest. Mhm. Sie wissen Bescheid. Mhm. Und aufgenommen, also zum einen haben wir auch im Freundeskreis homosexuelle Menschen. Das ist für die Kinder vollkommen normal. Die machen da keinen Unterschied. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich natürlich Paare in der ganzen Vielfalt, in der es Paare heute gibt, ganz anders natürlich dem, nach unserer Trennung thematisiert haben. Mhm. Und da gibt es auch so ein Kinderbuch, Familien irgendwie, ist so für Kinder. Wie sehen Familien aus? Pflegefamilien, Adoptivfamilien, mhm. Mama, Papa, Kinder, zwei Männer und ein Kind, zwei Frauen und ein Kind. Und immer gesagt hat, das Wichtigste ist, dass man sich lieb hat. Wie eine Familie aussieht, ist egal. Wichtig mhm. ist, dass man sie liebt, dass man sich liebt. Mhm. So. Ja. Dann war es okay. Mhm. Hast du dieses Buch für die Kinder zufällig? Das habe ich tatsächlich gerade nicht hier liegen. Das habe ich oben im Kinderzimmer. Nein, aber vielleicht magst du mir das noch schicken. Dann könnten wir es auch noch unten in die Beschreibung vom Film tun, weil ich könnte mir vorstellen, dass das Mamas mit Kindern in deinem, also im Alter deiner Kinder sehr interessieren würde. Mhm. Genau. Mhm. Super wollte ich gerade sagen. Super, einfach super. Nein, super, wie ihr das miteinander dann so gemanagt habt, finde ich schon auch, dass er dann auch die Verantwortung übernommen hat, gell? Ja, das mit den Kindern. Das war, das war etwas, worauf ich tatsächlich bestanden mhm. habe. Das war sein Part. Mhm. Ich habe viel gemacht danach, aber das war seine Verantwortung. Mhm. Genau. Inken, ich habe dich in unsere Coachings immer so erlebt als jemand, der eben sehr gut eingebunden ist in seinem Freundesumfeld. Ja? Und du hast ja auch gesagt, dass du dich ziemlich schnell jemandem anvertrauen konntest. Und trotzdem, und auch trotzdem du schon ziemlich viel, ich sag mal so im Äußeren gemanagt hast, gell, hast dich trotzdem entschlossen, dir dann noch, ich sage mal, professionelle Unterstützung zu suchen. Ja, ich hatte das Gefühl, die Nummer ist riesig. Mhm. Und das ist sie ja auch. Sind wir mal ehrlich, das ist nichts, womit man rechnet. Das ist nichts. Also ich hatte das vorher nicht. Ich kannte das vorher nicht. Also ich hatte irgendwann mal gehört, da hatten sich Paare getrennt und dann hat sich jemand in eine Frau verliebt oder einen Mann verliebt. Aber betrogen zu werden mit einem anderen Mann, das war eine Nummer aus der vollkommen intakten Ehe raus. Das mhm. war ein Riesending für mich. Und trotz der ganzen Hilfe und der ganzen Schritte, die da waren, wollte ich nicht stehen bleiben. Ich wollte mich weiterentwickeln. Ich hatte oder habe ein Ziel. Und um mein Handeln zu reflektieren und zu gucken, wie kann ich das Ziel erreichen, also meinem Ex-Mann den Betrug verzeihen, das Gefühl, wie kann ich mit dem Gefühl des Benutztseins umgehen? Also das ist ja auch etwas, viele Frauen und auch ich gehöre dazu, ich fühle mich unfassbar benutzt. Wie kann ich damit umgehen? Mhm. Dann waren das Sachen, wie ich habe immer so diese Vision gehabt, ich nenne es immer liebevoll eine Happy Rainbow Family. Also wie können wir unter diesem Regenbogen, der sich über uns gestaltet hat, wie können wir darunter leben als eine neue Form der Familie? Mhm. Mhm. Und ich habe das ganz viel auch zum Schutz meiner Kinder tatsächlich gemacht. Also ich wollte ja nicht, ich hatte ja diesen Auftrag an mich gegeben, nicht zu verbittern. Und dazu gehört aber auch sein Handeln zu reflektieren und wenn man eine Phase hat, in der man ein Tief hat, sich aus diesem Tief wieder rauszuarbeiten. Mhm. Und mir war klar, dass ich dafür Hilfe benötigen würde, um meinen Werkzeugkoffer, sage ich jetzt einfach mal, mit dem nötigen Werkzeug zu füllen. Und dann bin ich irgendwann bei all meinen Suchen über homosexuelle Partner, ich weiß nicht, was ich noch alles gegoogelt habe, mein Mann ist schwul, habe ich bestimmt gegoogelt, ich habe gegoogelt schwule Väter, ich kann es gar nicht mehr sagen, was ich alles gegoogelt habe. Und bei meinem ganzen Googeln und Suchen bin ich irgendwann auf dich gestoßen. Mhm. Und habe mir deine Geschichte durchgelesen und habe gesagt, so wie die das geschafft hat, will ich das auch. Mhm. Und der Austausch mit jemandem, der die gleiche Erfahrung gemacht hat, und darum geht es tatsächlich, ich habe vorher
zwar mit Menschen gesprochen, die betrogen worden sind. Ich habe mit Menschen gesprochen, die sich getrennt haben, die alleinerziehend sind. Aber es ist ein großer Unterschied, mit jemandem zu sprechen, der dieselbe Erfahrung gemacht hat. Mhm. Also da ist einfach dieses, da verbindet ein etwas. Die Geschichte verbindet uns. Mhm. Und wenn ich sage, ich habe mich benutzt gefühlt, dann hast du das verstanden. Oder wenn ich, es gibt so Sachen, ja, die verstehen einfach Frauen, schwule Partner anders oder homosexuelle oder bisexueller Menschen anders als heterosexueller Menschen. Mhm. Ja. Das ist so. Ja, glaube ich auch. Den Eindruck habe ich auch. Ja, also man, weil es ja auch einfach klar ist, in dem Augenblick, wo ein anderes Geschlecht im Spiel ist, gibt es keine Chance mehr für diese Ehe. Das, also war mir klar, diese Entscheidung habe ich getroffen. Es hätte natürlich auch den Weg in eine offene Ehe gegeben vielleicht, wenn man beide das gewollt hätten. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch mein Ex-Mann hätte es nicht gewollt. Mhm. Nein, aber den Beschluss, Freunde zu werden, den kann man fassen. Wenn man nicht als Paar zusammenleben kann, dann kann man Freunde werden. Aber das ist viel Arbeit. Und dazu braucht man Unterstützung. Oder ich. Ja. Und das warst du. Ja, das war ich. Zu meiner großen Freude, weil es ja sehr gerne an deiner Seite war über ja, gewisse Zeit. Gell? Wenn du jetzt so über die Wochen, Monate zurückdenkst, wo wir beide so miteinander ein Stück des Weges gegangen sind. Das war ja auch nicht immer nur eine einfache Zeit, ne? Also nicht nur das, was du in deinem Leben erlebt hast, sondern wahrscheinlich auch manches Mal, was wir hier miteinander erarbeitet haben. Ab und zu war der Finger irgendwo drauf und das tut halt weh. Ja? War schon in Wunden drin, ja. Ja, gell, war schon so. Mhm. Also das muss, der Wille muss natürlich da sein. Also der Wille muss da sein, dass man an sich arbeitet. Wobei ja ein Coaching keine Psychotherapie ist. Also das muss, und ich, man ja auch nicht einen Psychotherapiebedarf hat, sondern den Bedarf hat, nach vorne zu arbeiten, weiterzukommen. Dazu gehört es auch mal, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, warum, was stört dich da denn jetzt ganz genau? Mhm. Und warum stört dich das? Mhm. Und was willst du ändern? Oder wie willst du das haben? Aber dann macht man auch wieder Schritte nach vorne. Mhm. Aber ja, Coaching kann Schwerstarbeit sein. Das kann ich so sagen. Mhm. Aber alleine ist auch Schwerstarbeit, gell? Ich glaube, das kann man nicht mit sich alleine ausmachen. Ich habe immer den Eindruck, dass wenn man alleine die Dinge macht, ich weiß es von mir selber, ich habe jahrelang manche Sachen alleine versucht. Man braucht einfach auch, habe ich das Gefühl, mehr Zeit, weil man immer mal wieder sich selber abhaut quasi. Mhm. Ja. Und das kann man natürlich nicht so leicht, wenn man weiß, in 2 Wochen habe ich wieder einen Termin. Genau, das zum einen. Und da bin ich wieder dran am Thema. Ja. Ja. Man wird auch nicht unangenehm, wenn man Dinge mit sich selber ausmacht. Mhm. Also in dem Augenblick, wo es unangenehm wird, dreht man eine Schleife. Mhm. Oder also im Auto würde ich sagen, nimmt man den kürzeren Weg. Mhm. Ja. Oder auch gegebenenfalls einen Umweg in Kauf, aber man wird nicht den Buckelweg wählen. Das wird man nicht tun freiwillig. Im Coaching muss man das tun. Mhm. Oder nicht muss, das ist ja im Ermessen eines jeden Einzelnen, wie weit man geht. Aber man tut es, weil man ja den Beschluss fasst, weiterzukommen. Und wenn man es nicht tut im Coaching, dann weiß man ganz genau, dass man es jetzt gerade nicht tut und dass man sich gerade fürs Ausweichen entschieden hat. Und ich glaube, das ist an manchen Punkten sogar okay zu sagen. Ja, das ist auch okay. Aber wissen muss ich es, ja? Hier mache ich einen Punkt oder auch das ist ein Ziel, das kann ich nicht realisieren. Das schaffe ich kräftemäßig nicht. Ich lege auch nicht, das, ja. Mhm. Genau, noch nicht. Ja. Ich lege es erstmal auf einen anderen Stapel. Also das war bei mir ein Punkt, als ich gemerkt habe, dass mein Ex-Mann an dem Ziel dieser Happy Rainbow Family, dass er das zwar als Ziel hat, aber nicht mitarbeitet. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, okay, ich kann nicht alleine an dem Ziel arbeiten. Und solange er nicht arbeitet, werden wir dann nicht weiterkommen. Und das ist okay. So, das heißt nicht, dass man es begräbt. Das heißt nicht, dass man den anderen verteufelt, sondern jetzt für den Augenblick
kommen wir einfach nicht weiter. Mhm. Und, aber auch das habe ich im Coaching gelernt, das dann zu akzeptieren. Mhm. Und ich bin sehr über meine Grenzen gegangen im letzten Jahr und ich habe durchs Coaching durchaus gelernt, wo sind meine Grenzen und wann muss ich Nein sagen, weil ich es nicht kann. Und ich werde die Welt nicht retten können. Also, und im Sinne von Welt meine ich jetzt, meine Familie ist kaputt gegangen, ich kann eine neue Form der Familie gründen. Mhm. Ja, das funktioniert. Ich werde aber nicht alles alleine schaffen können. Dazu gehören halt in meiner Familie 4 Menschen. Mhm. Und es geht nur so weit, indem die Kinder mitgehen, die gehen in der Regel mit, aber auch der Vater der Kinder mitgeht. Mhm. So. Ja. Wenn du nochmal so zurückblickst, gibt es noch so ein paar andere Themen, wo du sagst, die waren wichtig, die hast du bearbeitet, jetzt so. Also das gerade eben auch dieses dann auch loslassen können, wenn Dinge alleine nicht zu bewerkstelligen sind? Ja, also das war sicherlich etwas. Dann dieses Tempo, was ich hatte. Also ich habe gemerkt, dass ich sehr gut Entscheidungen treffen kann, dass ich auch kein Problem damit habe, Entscheidungen zu revidieren oder ich sage einmal an der Schraube zu stellen, also nachzujustieren. Das ist okay für mich. Ich bin deutlich ruhiger geworden im letzten Jahr. Ich habe immer das Gefühl gehabt vorher, ich renne der Zeit hinterher, ich mache. Und ich glaube, dass ich im Coaching schon auch gelernt habe, die Dinge anzunehmen und wirken zu lassen, mir Zeit zu geben, mir Dinge auch mal zweimal durch den Kopf gehen zu lassen. Mhm. Auch wenn ich nach wie vor da glaube, dass der Weg an sich, all die Entscheidungen schnell getroffen zu haben, bis hin zur Scheidung, das alles schnell durchzuziehen, richtig gewesen ist. Mhm. Weil es keinen Weg zurück gab. Ja. Mhm. Und wenn man vorwärts gehen will, muss man Dinge hinter sich lassen. Ja. Das habe ich auch gelernt. Also Dinge hinter mir lassen. Ja. Und offen zu sein für das, genau, für Neues, was vorne dann kommt. Gell? Genau. Was auch immer in meinem Leben noch kommt. Hast du irgendeinen Schlüsselsatz in Erinnerung zufällig? Oder irgendwas, was du dir immer wieder mal so gesagt hast? Oder was du vielleicht öfters mal gehört hast oder so? Es waren mehrere Sätze. Mhm. Ich selber habe immer gesagt, das erste halbe Jahr muss ich schaffen. Mhm. Alles wird gut. Das ist ein Mantra. Alles wird gut. Tatsächlich kann ich sagen, ich habe eine Fußmatte gefunden, auf der steht, alles wird gut. Die muss ich unbedingt kaufen. Und aber auch Sachen, so Sprüche wie, schließt sich eine Tür, öffnet sich ein Fenster. Mhm. In der Krise liegt eine Chance, ganz eindeutig. Ein Spruch, den ich viel gehört habe und ein Spruch, den ich nie geglaubt habe. Aber auch das glaube ich heute. Du wirst stärker aus der Situation rausgehen. Mhm. Wenn du das geschafft hast, dann haut dich so schnell nichts mehr um. Mhm. Ja. Das hast du öfters gehört. Das waren so die Sprüche, die mich immer wieder begleitet haben und ich mich heute noch dabei höre. Also dieses alles wird gut, sage ich heute noch ganz häufig. Mhm. Und krass, was du geschafft hast, sage ich mir manchmal auch. Mhm. Und dann, ich sehe noch nicht, dass ich stärker rausgekommen bin. Andere um mich rum sagen mir das aber immer wieder. Mhm. Also ich glaube auch, das ist normal, dass man sich da, ja, das sieht man noch nicht so. Das muss noch ankommen. Aber auch das ist okay. Also als mir am Anfang jemand gesagt hat, es dauert Minimum 2 Jahre, habe ich gedacht, oh Gott, schaffst du nie. Und dann wusste ich ja, ich muss es schaffen. Für mich, für meine Kinder, für alle. Ich muss das schaffen. Und jetzt sind es 1,5 Jahre. Viel ist passiert. Am Ende bin ich noch nicht. Nee. Mhm. Aber auf einem guten Weg, oder? Ja. Ja. Und wenn man so das Revue passieren lässt, wo du damals warst, wo du heute bist, das sind ja doch wohl einige Kilometer dazwischen, gell? Ja, von dem kompletten Ohnmachtsgefühl hin zu, ich wohne in meinem Haus mit meinen Kindern, habe uns hier ein neues Zuhause geschaffen, für uns drei.
unsere Burg, nenne ich das auch immer gerne. Mhm. Also es ist mein Sicherheitsraum. Das Gefühl, ja, man will ja eigentlich gar nicht ankommen, weil dann ist ja auch irgendwie zu Ende. Aber dieses Gefühl, ich darf ankommen, mhm, in dem jetzigen Leben und das genießen und einen Gang zurückschalten, tut gut. Mhm. Ja. Du hast vorher nur gesagt, Krise als Chance. Mhm. Was für, ich sage jetzt einfach mal, welche drei Schätze hast du vielleicht da rausziehen können aus dieser Krise als Chance? Jetzt, aus heutiger Sicht. Also ich glaube, dass die größte Chance war, die Krise zu nutzen, um eine Reise zu mir selber anzutreten, sage ich immer. Also mich wieder, mich eigentlich kennenzulernen. Also ich habe mich in meiner Ehe sehr, sehr aufgegeben für meinen Mann, weil ich, das war auch, es war auch gut so. Ich habe ihn sehr geliebt und aber ich habe mich vergessen. Also ich wusste nach der Trennung zum Beispiel nicht, was ich gerne esse. Das wusste ich einfach nicht. Ich wusste sofort, was mein Mann essen wollen würde. Ich wusste aber nicht, was ich essen wollen würde. Also diese Reise, die ich zu mir selber angetreten habe, die war, glaube ich, das größte Gut, was ich für mich daraus gezogen habe. Dass ich es alleine mit den Kindern kann. Ich hatte eine panische Angst vor allem, was die Kinder betrifft. Also es fing bei uns an, dass ins Bett bringen immer ein großes Thema war. Also unsere Kinder brauchen bis heute Einschlafbegleitung. Das ist okay. Ich hatte davor Angst, weil ich gedacht habe, ich schaffe das abends nicht. Ich kann den ganzen Tag arbeiten und den Haushalt machen und abends die Kinder ins Bett bringen. Aber doch, das geht. Also generell, also die, das, mit den Kindern, das Band ist ganz, ganz eng geworden. Auch das ist etwas, was ich aus der Trennung gezogen habe. Also dieses, ich gebe ihnen Halt und sie natürlich geben mir auch Halt. Das ist nicht ihre Aufgabe, aber natürlich habe ich ganz viel auch für die Kinder getan. Also, oder für mich getan, um weiterhin eine gute Mutter zu sein. Aber man schafft das. Ja, das habe ich als die größte Herausforderung auch gesehen, alleine mit den Kindern zu sein. Und dann auch zu wissen, man kann jemanden verlieren, den man sehr geliebt hat. Als Partner, aber als Freund gewinnen. Und auch wenn wir da vielleicht noch nicht ganz angekommen sind, ist das Ziel sehr realistisch, glaube ich. Ja. Schön. Inken, wenn du jetzt noch mal so überlegst, gibt es was, wo du gerne Frauen in deiner Situation, in meiner früheren, also in deiner früheren, in meiner früheren Situation weitergeben wollen würdest? Also erstmal würde ich sagen, jede Frau schafft das. Man kann es schaffen. Redet. Holt euch Hilfe. Also der Austausch mit anderen Betroffenen ist wirklich wichtig. Und ich rede nicht von einer Selbsthilfegruppe, weil wir haben nichts, was wir therapieren müssen. Im Sinne von ein Thema, ja, aber der Austausch miteinander ist schon ganz gut. Und seht es als Chance. Also viele Frauen vergessen sich in einer Beziehung, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, seitdem das so ist, dass man, weil Rollenverteilung einfach heute immer noch oder diese Gleichstellung in einer Beziehung immer noch nicht läuft und wir noch häufig leider in alten Rollenmustern sind, werden viele Frauen merken, dass es nicht anstrengender ist ohne den Partner. Und das habe ich vorher gedacht, wo du gesagt hast, du hast das mit den Kindern so schwierig vorgestellt, gell? Aber andererseits fällt natürlich auch manches weg, was vorher auch Aufgabe und Energie fressen, in Anführungszeichen war, ja? Ja, sagen wir es doch so. Genau, das auch vorher Energie gezogen hat. Ja. Und das will ich nicht sagen, es funktioniert in ganz vielen Ehen ganz toll, dass da beide an einem Strang ziehen. Mhm. Aber ich kenne halt auch viele Beziehungen, wo die Frau diejenige ist, die Vollzeit arbeitet und Kind und Haushalt alleine macht. Mhm. Ja, seht es als eine Chance. Ich glaube, ich glaube nicht, ich bin davon überzeugt, jemand
der homo- oder bisexuell ist. Und wenn er bisexuell ist, dann ist sogar noch die Chance auf eine Familie da, im klassischen Sinn von Vater, Mutter, Kind oder auch Ehe von Frau und Mann. Wenn der Partner sagt, ich stehe auf Männer, dann also ist da für mich keine Chance mehr da. Und dann muss man einfach ganz eindeutig sagen, wie lange will man warten? Und worauf? Und worauf will man warten? Mhm. Mit dem Erfolg, dass ich 10 Jahre eventuell in Anführungsstrichen verschenkt habe. Das heißt ja nicht, dass es alles verschenkte Zeit war, weil man viele schöne Erfahrungen weiterhin zusammen gehabt hat. Aber es sind auch 10 Jahre oder 5 Jahre oder 1 Jahr, in dem man bereits die Reise hätte antreten können zu sich selber und in ein neues Leben. Mhm. Genau. Ja. Danke. Wenn du jetzt zugehört hast und dir denkst, ja, was die Inken gesagt hat, das ist womöglich auch bei dir so ähnlich oder auch ganz anders. Aber trotzdem, ich glaube auch, dass jede Frau irgendwie sich auf die Reise macht, ja, zwangsläufig. Irgendwie, ich sag manchmal, irgendwie ist es so, wie wenn wir in einen Zug gesetzt worden wären. Wir wissen nicht, wo wir landen. Wir haben nicht einmal das richtige Gepäck dabei, oftmals für diese Reise, ja. Aber es ist gut, wenn man Reisebegleiter hat, um dann einfach womöglich auch an der Station, die man selber wählt, auszusteigen und sich dort dann einfach ja, neu zu setteln, ein neues Leben zu beginnen, ja. Wenn du denkst, so ein Reisebegleiter könnte dir gut tun, du hast die Möglichkeit, ich werde es unten verlinken, dir ein kostenloses Orientierungsgespräch mit mir zu buchen, wo wir uns kennenlernen können, wo du mir ein bisschen deine Geschichte erzählen kannst, wo wir gucken können, ob ich dich unterstützen kann, ob wir beide gut zusammenpassen. Und wie gesagt, das ist eine gute halbe Stunde meiner Zeit, die darfst du dir einfach gönnen. Ganz egal, was am Ende rausschaut und wie du dich am Ende entscheidest. Ja, liebe Inken, ich fand es jetzt ganz toll, dass du uns hier von dir erzählt hast. Ich glaube, dass das für viele Frauen eine große Ermutigung ist, weil du uns auch, auch insofern in dein Herz gucken hast lassen, als dass wir jetzt auch gesehen haben, es ist ein Weg und man ist auf diesem Weg und es auf dem Weg sein heißt nicht immer schon komplett angekommen zu sein. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass man sich auf den Weg macht. Und du hast vorher gesagt, dein Werkzeugkoffer, gell? So nenne ich ihn. Bitte? So nenne ich ihn. Ja, so nennst du ihn, genau. Und mit diesem Werkzeugkoffer, man könnte auch sagen, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich denke auch, dass das eigentlich das Coaching letztendlich sein soll und sein kann. Ja? Dass ich einfach auch Tools bekomme und Themen angesprochen bekomme, mit denen ich dann ganz gut meinen Weg weitermarschieren kann. Und was alles möglich ist, das sieht man bei dir auch, ja. Und ich denke, das ist eben so wichtig, wenn man mitten so, ich hatte gestern ein Gespräch, wo wir das Bild verwendet haben, man sitzt im Loch und sieht auch nur Loch und weiß gar nicht, dass da oben ganz viele weitere Möglichkeiten noch sind, die auf einen warten, ja. Aber du und ich, als Beispiel jetzt, ja, wenn wir gerade da sitzen, wir sind nicht mehr in diesem Loch, wir sind schon oben und sehen schon die ganzen Möglichkeiten, ja? Ja. Und deswegen ist auch so wichtig, mit anderen zu sprechen, die gerade nicht mehr im tiefsten Loch sitzen und denen zu vertrauen, man kann aus diesem Loch rauskommen. Dieses Loch wirkt unendlich tief, aber es ist es nicht. Es wird auch flacher. Genau. Es wird deutlich flacher mit der Zeit. Und ich denke, was Unterstützung und Gespräche mit Betroffenen mit sich bringen, ist, das ist wie wenn die es einem so ein bisschen ein Scheuferl Erde schmeißen, ja? Mit der Idee aufgeladen, es gibt noch mehr als dein Loch. Und was passiert? Langsam kommt man höher, 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 höher und irgendwann sieht man selber über den Rand und hat dann wieder Möglichkeiten, seinen Weg weiterzugehen. Auch wenn die Lösung vielleicht eine ganz andere ist als bei der Inken und bei mir, ja? Auch dann. Ja, man lernt auch, dass man so ein Tief auch mal wieder zulässt. Also das Loch ist ja nicht weg, das ist ja noch da und das ist ja die Wunde, die zu uns gehört. Mhm. Aber irgendwann ist das Loch nur noch ein Stolperloch. Also man stolpert ins Tief, stolpert aber auch wieder raus. Mhm. Genau. Und das lernt man auch mit der Zeit.
Und manchmal sieht man es, ah, da ist es. Und dann kann man sich manchmal sogar selber entscheiden, ob ich da jetzt heute in das Gefühl reingehe und es darf sein, ja. Wir haben neulich auch mal drüber gesprochen. Ja. Es kann noch nach Jahren sein, dass man über gewisse Dinge traurig ist, dass es so sind, dass sie so geworden sind, wie sie sind. Ja. Und gleich, obwohl vieles andere ganz wunderbar ist, ja. Und das kann man dann selber für sich. Entweder ich gehe da rein und spüre das mal wieder und darf das auch spüren, aber ich hafte nicht an, ja, sondern ich komme da wieder weiter und gehe wieder meinen Weg. Ja, schön. Inken, ganz zum Schluss, weil wir darüber gesprochen haben, du hast zwei Bücher, die dich auch ganz gut inspiriert haben, gell? Magst du die noch kurz reinhalten? Und die gebe ich dann auch unten in die... Das eine heißt, und was sagen die Kinder dazu? Mhm. 10 Jahre später. Es gibt da auch noch einen Erstband, den habe ich jetzt gerade nicht griffbereit. Das ist ganz spannend, weil man tatsächlich damals und dann 10 Jahre später mit den Kindern gesprochen hat. Sag noch kurz, welche Kinder das sind? Das sind Töchter und Söhne von lesbischen, schwulen und Transfamilien. Okay. Da sind auch Kinder drin, wo der Vater später schwul wird, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Ihr wisst, was ich meine? Ja. Genau. Und das andere ist ein Buch, das heißt Handbuch für Regenbogenfamilien. Auch das fand ich ganz spannend, weil es einfach nicht die klassische Familie zeigt, sondern was ist wichtig. Und auch das meine Erfahrung war, diese Transparenz, die wir gehabt haben oder die wir haben. Wir haben auch jetzt erst, unsere Tochter ist jetzt zur Schule gekommen, mit der Klassenlehrerin nochmal ein Gespräch geführt. Weil man einfach nicht weiß, was auf dem Schulhof passiert und wie dann unsere Kinder reagieren. Mhm. Und, oder auch andere Kinder durch Äußerungen etwas hervorrufen können. Ja, das waren Sachen, die haben mich gut begleitet und fand ich wichtig zu lesen. Ja. Gut, super. Und dann noch das Bilderbuch oder das Buch für die genau, Kinder. Das, das kann ich mir dann noch sagen. Genau. Dann kommt das noch drunter. Gut. Dann nochmal die Einladung, wenn dir das Video gefallen hat, darfst du ein Däumchen da lassen. Das hat den Vorteil, dass das Video vielleicht noch mehr Menschen angezeigt wird, die das Thema haben und denen da ein bisschen Unterstützung oder Zuversicht zukommt. Und wenn du magst, trau dich und schreib mir einfach und dann schauen wir, ob wir miteinander reden wollen und was da dabei rausschaut. Inken, nochmal ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich habe dir zu danken. Gerne. Ja. Ich bereue es nicht, das Coaching gemacht zu haben. Das freut mich. Mal wieder machen. Prima. Ja. Dann alles Liebe und vielen Dank. Tschüss.